Seit über einem Jahr werden in der Ukraine Menschen gefoltert, geschunden und ermordet. Lasst endlich wieder Frieden einkehren. Es kommen sogar Leute bis von Karlsruhe hierher. Also ich bin begeistert. Ihr kommt direkt von Karlsruhe oder so vor Ort? Ich komme direkt aus Karlsruhe. Direkt? Wahnsinn. Berthold, du wirst eher wie immer berühmter. Und da sind extra Leute von Karlsruhe hierher gekommen. Unglaublich. Ja, also. Aber die waren noch nie in Biebesheim deswegen, ne? Die wollten mal Biebesheim sehen. Ja. Echt? Ja. Der Reinhold sagt immer, ihr macht mich hier schamrötlich. Aber nichtsdestotrotz, es ist Zeit. Bravo! Nichts dagegen, dass ich euch filme? Nein. Okay, danke schön. Also, ich muss sagen, ich schmeiße das Programm jetzt um. Ich wollte was ganz anderes spielen, aber wenn so viele Leute sind, da freue ich mich. Und da spielt man dann Amazing Grace. Oh! Oh. Applaus! Dankeschön, Dankeschön. Und
Jetzt kommt natürlich ein Lied, was ich früher mal versprochen habe, einen von deinen Kunden. Ja. Weißt du das? Mit dem Steiger? Genau. Ah ja, super. Applaus! Danke. Ich hoffe, man konnte es erkennen. Ja. Nur bei der Nacht Glück auf, gell? Bitte? Wie das heißt, weiß ich nicht. Ja. Glück auf! Ah, Glück, ah, die Steiger, ja. Ja, ja. Ja, Steiger. So. Und jetzt machen wir wieder, wie üblich, für die Kranken. Applaus! Danke. Und treuesten Freund, ein Fan, hat jemand Geburtstag gehabt, habe ich gehört. Oh! Ja. Applaus! Alles Gute! Dankeschön! Und jetzt spielen wir außer der Reihe noch was für die Mona. Vielleicht kennt ihr das. Nicht das, was du aufgeschrieben hast. Thank you.
Applaus! Hast du es gekannt? Ah ja, das gehört zur Allgemeinbildung. So, und jetzt sind wir aber beim letzten angelangt. Applaus! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hallo. Hallo. Aber international, also. Aber mein lieber Freund. Bisschen sehr spät. Wann spielst du denn wieder? Bitte? Wann spielst du denn wieder? Nächsten Sonntag um die Zeit. Ah ja. Die kommen sogar von der, über die Landesgrenze hinweg, die Leute. Ja. Ja. Tschüss. Ja. Schön. Danke dir. Bitte. Jeden Sonntag, 17 Uhr. Außer jetzt, wenn die Sommerzeit kommt, 18 Uhr. Und Alpon? Alpon? Heute war es besonders lang. Alpon? Die Kollegen. Also bis Dienstag, gell? Ja, Dienstag, keine, ja. Tschüss. Keine Zeit. Tschüss, tschüss, danke schön. Ja. Schönen Sonntag noch. Die haben leider keine Zeit. Im Anfang waren die auch immer dabei. Ah ja. Hm, ja, aber jetzt bin ich nur raus, um zu spielen. Was, da dürfen Sie gerne mitmachen. Ich? Nee. Ja? Leider nicht. Schatz, mit Peter haben wir über dich gesprochen. Ja. Weil Peter, der isst ja auch gerne Tomate. Und sag ich, wenn du da mal einen Vortrag hören willst, ja, geh zu unserem Freund Edwin, der kann dir da wirklich verschiedenste Sorte erklären, weil der auch so einer ist, was in die Gatte geht und dann mal direkt vom Strauch isst. Sagst du, der hat Sorte sagenhaft. Ja. Schon von USA. Ja, nee, ich meine schon. Belgische, ich hatte schon russische, iranische, aber die habe ich dann, die schmecken dann nicht so gut, die lasse ich dann weg. Aber ich hatte schon jede Menge Sorte. Ja. So, ich mache langsam wieder los. Ich muss ja schneiden. Ja, ich wünsche euch was. Also, wie gesagt, der hat Interesse. Ich habe gesagt, hey, guckt er das wirklich mal an. Und ja, kann er machen. Ich hab Cocktailtomaten, normale Tomate, eierförmige. Ja, der hat eigentlich zwei Sorte oder drei. Und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und vor allen Dingen zeigt Solidarität. Und tschüss.